Herzlich willkommen zum nächsten SMC Press Briefing. Mein Name ist Marlene Halbach und ich habe hier auch wieder eine Expertinnen- und Expertenrunde zusammengestellt zum Thema Modellierung der Pandemie. Die wollen wir heute nochmal in den Blick nehmen. Seit Beginn der Pandemie hatten und haben Modellierungen ja eine hohe Relevanz in der Einschätzung der aktuellen Lage. Sie informierten Politik und Öffentlichkeit über die Schwere der Covid-19-Pandemie und vor allen Dingen aber auch über das, was zu tun ist, um sie eben einzudämmen. Vor 4 Monaten hatten wir schon mal ein solches Pressbriefing hier mit Modellierungsexpertinnen und Experten, die die aktuelle Lage analysiert haben, Unsicherheiten angesprochen haben, aber auch einen Zukunftsausblick gegeben haben. Heute möchten wir nochmal so eine Art Bilanz ziehen, also was Modellierer in der Zwischenzeit über das immer noch präsente SARS-CoV-2-Virus und unseren gesellschaftlichen Umgang damit gelernt haben und wie sich die Arbeit verändert hat. Aber wir möchten auch kritisch reflektieren, welche Anwendungen von Modellen derzeit sinnvoll sind. Dann würde ich zu Beginn erstmal die Expertenrunde vorstellen, vielleicht eine Info vorab. Sie finden den Chat dort links, hat meine Kollegin gerade schon reingeschrieben, an die Journalisten da draußen. Sie können ihre Fragen da schon reinposten und ich werde die eben mit ins Gespräch nehmen, wann es dann passt. Zuerst machen wir eine kleine Vorstellungsrunde. Ich würde anfangen in alphabetischer Reihenfolge mit Professor Dr. Christian Althaus. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Immunoepidemiologie am Institut für Sozial- und Präventivmedizin an der Universität in Bern. Sie waren und sind ja weiterhin stark in die Covid-Taskforce in der Schweiz eingebunden und haben auch mit Modellrechnungen schon von Beginn an die Dynamik der Pandemie so ein bisschen einschätzen geholfen und eben den Einsatz von Maßnahmen auch informiert von der Politik. Kann man sagen, an was für einem Punkt wir uns derzeit befinden in der Pandemie? Das Szenario dieser zweiten Welle wird ja häufig genannt, aber gibt es da eigentlich Kriterien dafür, was das genau ist? Und so eine zweite Welle würde ich jetzt in Deutschland oder der Schweiz erstmal auch gerade nicht sehen in den Fallzahlen. Dafür ja aber zum Beispiel in Spanien oder so ganz besonders. Können Sie das irgendwie einschätzen, wo wir uns gerade befinden? Ja, ich bin jeweils immer vorsichtig mit dem Konzept einer Welle. Also ich würde auch argumentieren, dass wir im Frühling vielleicht in der Schweiz oder vor allem auch in Deutschland nicht unbedingt eine Welle gesehen haben, weil das, also aufgrund der Seroprävalenzdaten sieht man ja, dass sich nur wirklich ein sehr kleiner Anteil der Bevölkerung infiziert hat, weil man eben das Aufbauen einer solchen Welle abgebrochen hat. Und deshalb würde ich auch jetzt argumentieren, dass wir keine Wellen sehen in verschiedenen europäischen Ländern, sondern es ist einfach ein Anstieg der Fallzahl, der sich in vielen Ländern auch auf die jüngere Bevölkerung konzentriert, vor allem auch in der Schweiz. Also in der Schweiz sind beispielsweise die Hospitalisierungen und die Todesfälle relativ konstant. Aber das kann sich dann natürlich schnell ändern, wenn es nicht mehr möglich ist, die gefährdeten Personen zu schützen. Also im Moment gibt es einfach dieses langsame Ansteigen, das man vielleicht erwarten würde mit den Maßnahmen, die man in etwa hat. Durch den Sommer und die Saisonalität hilft das noch ein bisschen, dass dieser Anstieg nicht zu stark ist. Aber das kann sich dann relativ schnell ändern, jetzt im September oder Oktober, wenn die Leute wieder mehr drin sind, auch abhängig vom Wetter. Und dann werden sich diese Fallzahlen wahrscheinlich weiter erhöhen, aber in einem relativ gemächlichen Tempo, so dass man nicht unbedingt in einer Welle sprechen kann. Also im Endeffekt sind die aber auch jetzt eben nicht vergleichbar mit dem vom anfänglichen Anstieg im Frühjahr. Das haben Sie gerade schon so angedeutet. Ja, es ist natürlich schon ein großer Unterschied. Also da im Frühling kann man sagen, hat man vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt, zu spät reagiert, hat das wirklich eigentlich sich in allen Altersgruppen ausbreiten lassen, ohne wesentliche Maßnahmen zumindest zu begehen. Das heißt, aufgrund dieser Reproduktionszahl oder der Verdopplungszeit Ende Februar, Anfang März konnte sich das einfach extrem gut ausbreiten, dann vor allem also durch den Skitourismus, aber dann auch in den größeren Städten oder in den Ballungszentren in Europa. Also wir haben da wirklich so eine Verdoppelungszeit, auch der Hospitalisierung und der Todesfälle von 3 bis 4 Tagen oder vielleicht 7 Tagen teilweise gesehen. Und in diesem Szenario sind wir sicher nicht im Moment und ich hoffe sehr, dass auch diesen Winter, dass wir so etwas verhindern können, weil wir jetzt schon ein bisschen genauer wissen, was es etwa braucht, zumindest um die Übertragung stark abzuschwächen, ohne jetzt gerade eine Eindämmung anzustreben. Das ist eine super Überleitung zu der nächsten Expertin, danke erstmal, zu Professor Dr. Miriam Kretschmar. Sie ist Professorin am Julius Center for Health Science and Primary Care an der Universitätsmedizin in Utrecht und auch noch wissenschaftliche Leiterin für mathematische Krankheitsmodellierung in Bilthoven in den Niederlanden. Frau Kretschmar, wir haben ja zu Beginn
viele Maßnahmen auf einmal und schnell hintereinander eingeführt, um die doch dolle Verbreitung des Virus eben zu begrenzen, wie Herr Alters auch gerade schon angedeutet hat. Das hat ja dann auch irgendwie funktioniert. Jetzt können wir ja aber Modellierungen auch dazu einsetzen, retrospektiv herauszufinden, wie können wir zum Beispiel zukünftige Maßnahmen gezielter einsetzen? Also ich denke, wir wissen schon ein bisschen mehr als im Frühjahr natürlich, aber es fehlt auch immer noch viel Wissen. Also gerade dadurch, dass eben diese Maßnahmen alle gleichzeitig eingesetzt wurden, kann man ja sehr schwer einschätzen, welche Maßnahme wie viel dazu beigetragen hat, dass eben diese Welle abgebremst wurde. Und was wir jetzt im Moment ja machen, ist, dass wir so nach und nach die Maßnahmen wieder lockern. Und da muss man jetzt eben genau beobachten, bei jeder Lockerung, was ist der Effekt? Und dann, also jetzt zum Beispiel mit Öffnungen der Schulen wieder, das ist ein wichtiger Zeitpunkt jetzt gerade, um einzuschätzen, wie viel trägt eben Übertragung in Schulen dazu bei, dass die Fallzahlen wieder steigen können. Das wissen wir im Moment noch nicht genau, aber ja, das hoffen wir dann eben im Laufe der nächsten Wochen dann einschätzen zu können. Also man weiß inzwischen ein bisschen mehr, weil wir auch zum Beispiel jetzt schon einige Surveys, also in verschiedenen Ländern haben über die Kontakthäufigkeiten, wie sich die geändert haben während des Lockdowns und auch Mobilitätsdaten. Also da hat man schon genau gesehen, wie sich das im März, April geändert hat und wie es eben seitdem dann auch langsam wieder angestiegen ist. Das hilft natürlich dann auch in der Modellierung, um einzuschätzen, was die einzelnen Maßnahmen für Effekte haben. Sie haben auch eine bestimmte Publikation, wir hatten schon mal vorher drüber gesprochen, auf die ich jetzt abziele, eine Publikation in PLOS Medicine, meine ich, war das veröffentlicht, die so ein bisschen politisch angeordnete Maßnahmen verglichen hat, mit welchen Effekt haben eigentlich dann die, die ich selber als Person eben durchführen kann, ohne dass jetzt die Politik das eben vorschreibt, sag ich mal. Können Sie da vielleicht nochmal erzählen, was Sie da für Erkenntnisse gehabt bekommen haben aus dieser Studie und welche weiteren wichtigen Faktoren eben Sie da entschlüsseln konnten aus dieser Modellierung? Also ein Faktor, den wir da eben in dem Modell mit eingebracht haben, ist die sozusagen das Bewusstsein der Bevölkerung über die Wichtigkeit bestimmter Maßnahmen, die sie eben selber nehmen können, wie Hygienemaßnahmen oder das Tragen von Masken. Und wir haben in dem Modell eben verglichen Situationen, wo dieses Bewusstsein der Bevölkerung sehr schnell zustande kommt und eben anhält, mit Situationen, wo die Bevölkerung eher, sagen wir mal, weniger mit einbezogen ist in diese Maßnahmen, und haben eben da gezeigt, wie wichtig das ist, dass die Maßnahmen, die eben die Bevölkerung selbst tragen kann und gestalten kann, diese mit einzubeziehen. Natürlich wissen wir da auch vieles nicht über die Effektivität. Also wie effektiv ist es jetzt wirklich, um Masken zu tragen, und wie viel trägt also Hygiene bei. Aber und da mussten wir natürlich bestimmte Annahmen auch machen in der Modellierung. Aber was wir eben klar gesehen haben, ist, dass wenn es gelingt, die Bevölkerung da mitzunehmen und solche Maßnahmen über längere Zeit hinweg beizubehalten, dass das eben effektiver sein kann als oder ja, dass es eben sehr viel beiträgt im Vergleich zu einem Lockdown, der eben eine Zeit lang da ist und dann wieder aufgehoben wird. Also dass man eben zum Beispiel so eine zweite Welle damit auch verhindern kann, wenn es gelingt, die Bevölkerung dazu zu bringen, diese Maßnahmen eben über eine lange Zeit hinweg konsequent durchzuführen. Ich glaube ja, dass das somit die größte Herausforderung erfasst ist in der Bekämpfung der Pandemie. Ja, aber ist ja ein wichtiger Faktor, den Sie da isoliert haben. Dann würde ich mal den dritten Experten gerne vorstellen, und zwar Professor Dr. Rafael Mikulajczyk. Er ist Direktor des Instituts für medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Zu Beginn, Herr Mikulajczyk, haben wir ja relativ, ich sag mal, rohe SIR-Modelle, also diese ganz klassischen epidemiologischen Verbreitungsmodelle, benutzt, um erstmal so die anfängliche Pandemie überhaupt verstehen zu können, also ganz roh, und Erfahrungen aus anderen Infektionskrankheiten auch einfließen lassen. Jetzt gibt es immer mehr Daten,
Und werden die Modellierungen dann auch besser und damit nützlicher für die Epidemiologie? Und wie hat sich die Arbeit eigentlich in der Modellierung und Bewertung der Lage im Verlauf so geändert? Also, danke schon für die Vorstellung. Also tatsächlich hat sich die Arbeit etwas verschoben vor den einfachen Modellen am Anfang. Man muss aber sagen, dass die Vorteile der einfachen Modelle haben, dass man auch nicht so viele Annahmen treffen muss. Ja, in dem Moment, wo man Modelle mehr detailliert darstellt, braucht man sehr viele Parameter aus den epidemiologischen Studien. Und die gab es am Anfang nicht und die gibt es immer noch zum Teil nicht. Also das heißt, die Beiträge bei der Übertragung der jüngeren Altersgruppen, das ist immer noch ein Thema, wo wir nicht so genau wissen und das wird sich sehr stark auf das auswirken, wie man die Rolle der Schulen also interpretieren soll. Ja, das heißt, wenn wir jetzt, wir werden hoffentlich, also neue Daten werden einfließen, es gibt schon einige Erkenntnisse in der Hinsicht, aber vieles ist noch unbekannt. Also das heißt, die Komplexität der Modelle zu steigern, ohne zusätzliche Input-Parameter zu bekommen, bewegt das ein bisschen mehr in so einen theoretischen Rahmen, wo man untersucht, was wäre wenn, ist auch wichtig, aber das ist die tatsächlich große Herausforderung. Also jetzt zum Teil werden wir mit uns bewusst, dass vielleicht Heterogenität in den Kontakten eine größere Rolle spielt. Ja. Mhm. Es kam dazu die Überlegung, wo man am Anfang nicht so sicher wusste, nicht so viel wusste über die Aerosolübertragung, die ein bisschen die Rolle der Kontakte oder die Kontaktsettings verändert. Ja, das sind nicht nur die Leute, mit denen man dann spricht, sondern sind vielleicht die Leute, die im gleichen Raum waren, ja, vielleicht auch kurz davor in dem gleichen Raum waren, die man nicht getroffen hat, also was die Sichtweise verändern würde. Ja, Immunität, ja, ist auch sicherlich ein gigantisches Thema, was jetzt auf uns zukommt, wo am Anfang hatte man vielleicht angenommen, gut, ist durchgestanden, ist man immun. Ja, aber jetzt ist die Frage, wie lange und ob das anfängt, eine Rolle zu spielen. Jetzt ist die Frage vielleicht auch, ob die gibt es auch so etwas wie eine partielle Immunität und die Personen, die sich anstecken können, können ansteckend sein, ohne selbst zu erkranken. Also das heißt, ja, dass der Schutz reicht aus, nicht selbst zu erkranken, aber reicht nicht aus, um nicht zu übertragen. Und das heißt, durchaus wir müssen hier parallel arbeiten, auf der einen Seite die Modelle weiterentwickeln und auf der anderen Seite hoffentlich werden auch Studien immer weiter durchgeführt, die das unterstützen, diese mehr komplexen Modelle. Haben sich denn die Ziele so ein bisschen geändert, das vielleicht so an alle in die Runde gefragt, die Ziele, die man mit den Modellen verfolgt? So im Lauf der Pandemie, meine ich, hat man am Anfang eher versucht, so robust erstmal was sagen zu können, verläuft so und so und jetzt will man eher spezifische Faktoren rausfinden oder hat sich da eine Veränderung aufgetan? Ja, ich denke, die Fragestellungen haben sich ja ständig verändert im Laufe der Pandemie. Also am Anfang ging es halt darum, die schnelle Ausbreitung irgendwie zu verstehen und zu sagen, ja, was sind die besten Methoden, um das zu stoppen. Dann ging es um Exit aus dem Lockdown, also was können wir jetzt wieder lockern. Und jetzt geht es ja auch, also jetzt kommt ja auch das Thema Impfung auf, also weil wir uns ja auch darauf vorbereiten müssen, wenn es einen Impfstoff gibt, wie werden wir den am besten einsetzen, weil man wird ja nicht gleich Millionen von Impfdosen haben, sondern man muss ja auch irgendwo dann anfangen und das sozusagen Schritt für Schritt ausrollen. Gut, und die Saisonalität, die wird jetzt dann auch wieder ein Thema werden, weil wir eben jetzt auf den Winter zugehen und da ist dann auch die Frage, was hat das für einen Einfluss? Also es gibt eben immer wieder neue Fragestellungen und da müssen wir auch die Modelle immer wieder neu drauf ausrichten, dass die eben diese Fragestellungen dann auch beantworten können. Mhm. Wir haben schon die ersten Fragen von den Journalisten von draußen und eine, die mir schon gestern per Mail zugeschickt wurde, richtet sich, glaube ich, vor allen Dingen an Herrn Althaus, aber wir können das auch in der kompletten Runde diskutieren. Sie haben es auch gerade schon mal kurz angesprochen im Eingangsstatement.
Und zwar, ich hoffe, Sie hören mich jetzt noch weiter. Ja, mit dem Muten ist schwierig in diesem Programm, aber und zwar geht es ein bisschen um die IFR. Sie haben sich ja auch in Modellierung schon mit der Infection Fatality Ratio oder Risk beschäftigt. Und was würden Sie denn auf die Frage antworten, wenn sie Ihnen gestellt wird, warum nehmen die schweren Verläufe und Todesfallzahlen gerade nicht zu, währenddessen doch die Fallzahlen steigen, zumindest in vielen Ländern? Also das hat natürlich damit zu tun, dass die Infektionen derzeit vor allem unter jüngeren Altersgruppen zirkulieren. In der Schweiz sind das vor allem die 20- bis 30-Jährigen. Und diese sind natürlich viel weniger stark betroffen. In der Schweiz gab es, ich bin jetzt nicht genau sicher, aber ich glaube, es gab keine Todesfälle in dieser Altersklasse bisher. Und wir wissen ja eigentlich schon seit Beginn, dass die Infektionssterblichkeit, also das Risiko an Covid zu sterben pro Infektionsfall, dass diese Sterblichkeit sehr stark altersabhängig ist und dann so mit 60, 70 Jahren wirklich stark ansteigt. Von daher ist das nicht unerwartet. Da gibt es jetzt mittlerweile wirklich viele relativ detaillierte Studien, auch zwei mit Daten aus der Schweiz, also eine Studie, die sich auf Seroprävalenzdaten aus Genf bezieht, mit einer Gesamtinfektionssterblichkeit über die Gesamtbevölkerung von 0,64%, also etwas weniger als 1%, aber eben, wie gesagt, mit einer sehr starken Altersabhängigkeit. Und da muss man natürlich sich auch bewusst sein, dass etwa die Hälfte der Todesfälle in der Schweiz, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern in Alters- und Pflegeheimen stattgefunden hat. Also wenn man probiert, diese Todesfälle zu verhindern, was ja im Prinzip möglich sein sollte jetzt mit der besseren Kenntnis des Virus und besseren Schutzkonzepten, Masken etc., dann kann man die Infektionssterblichkeit im Prinzip schon mal halbieren. Und wenn man dann noch verhindern kann, dass viele Infektionen aus der jungen Bevölkerung auf die älteren Gruppen überspringen und sich dort weiter, besonders auch unter gefährdeten Personen ausbreiten, kann man natürlich diese Infektionssterblichkeit reduzieren. Und in meinen Augen erklärt sich daraus, dass wir im Moment relativ tief eine tiefe Anzahl an Hospitalisierungen und Todesfällen sehen. Diese vielleicht auch im Moment stabil bleiben, weil vielleicht über den Sommer auch eine gewisse Verhaltensänderung stattgefunden hat. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass je stärker dass die Fallzahlen ansteigen, dass dieser Schutz der gefährdeten Bevölkerung nicht mehr gewährleistet werden kann, dass daneben beispielsweise auch wieder Angestellte vielleicht das Virus in die Alters- und Pflegeheime bringen, dass Überausbreitung in den Schulen, die Infektion zu den Eltern kommt und dann vielleicht auch wieder zu den Großeltern. Und deshalb ist es in meinen Augen sicher nach wie vor sinnvoll, die Fallzahlen sehr tief zu halten und das eigentlich als positives Zeichen zu sehen, dass wenn die Fallzahlen tief sind, dann können wir wirklich auch viele Todesfälle verhindern. Vielen Dank. Ich habe vielleicht noch mal eine kurze Nachfrage. Inwiefern wirkt sich denn auch die Teststrategie, die in dem jeweiligen Land durchgeführt wird, auf eben genau solche Kennziffern aus, wenn wir eben nur von den Fallzahlen, also von den gemeldeten Fallzahlen ausgehen? Müsste das doch auch eine Auswirkung haben, wen wir primär testen? Ist auch so in die Runde gefragt, oder Herr Althaus? Ja, ich kann da vielleicht kurz was sagen. Also auf jeden Fall ist es natürlich abhängig davon, aber eine gute Kenngröße ist immer die Testpositivität, also die Anzahl der positiven Tests pro Test. Und wenn die steigt, dann ist das immer tendenziell nicht ein gutes Zeichen. Die war beispielsweise auch in der Schweiz deutlich unter 1% oder unter 0,5% sogar. Und das ist vielleicht international so eine Kenngröße, dass das sehr gut ist. Dann testet man sehr viel, hat eine gute Abdeckung, findet aber wenig Fälle. Das bedeutet, dass die Inzidenz wahrscheinlich oder auch die Prävalenz relativ tief ist. Diese Testpositivität ist jetzt relativ stark angestiegen. Also in Deutschland ist die nach wie vor relativ tief, auch in Italien, glaube ich, und in Ländern wie Dänemark oder Norwegen, Finnland. Aber in vielen Ländern ist diese Testpositivität angestiegen, was schon zeigt, dass man wieder Schwierigkeiten hat, wirklich die Infektion zu verfolgen, diesen Infektionen nachzutesten. Und das ist dann schon ein relativ deutliches Zeichen, dass die Gesamtzahl der Infektionen zunimmt. Eine Nachfrage kommt direkt hier noch zu der CFR, dass die doch auch in den Altersgruppen sinkt, also nicht nur über die ganze Bevölkerung gesehen, sondern auch innerhalb der Altersgruppen sinken würde. Das könnte man jetzt ja nicht nur dadurch erklären, dass man die Älteren eben, sagen wir mal, ausspart in den Infektionen. Gibt es da noch andere Erklärungsansätze? Ja, also die CFR ist das
Fatality Ratio, also das bezieht sich ja auf die Todesfälle pro diagnostizierten und bestätigten Fall. Und natürlich gehen wir davon aus, dass die Dunkelziffer der Fälle, die im Frühling in den meisten europäischen Ländern relativ hoch war und vielleicht etwa einen Faktor 5 oder 10 betrug, dass diese Dunkelziffer tiefer ist. Also in der Schweiz haben wir jetzt beispielsweise durchschnittlich vielleicht etwa 300 Fälle pro Tag. Und wir hoffen natürlich nicht, dass das tatsächlich 3000 Neuinfektionen sind, sondern vielleicht eher etwa statt 300, 600 oder 900, also dass diese Dunkelziffer vielleicht etwa das Zwei-, Dreifache, maximal das Fünffache beträgt. Das heißt, der Nenner dieser bestätigten Fälle ist im Prinzip größer und dadurch erklärt sich auch eine tiefere Case Fatality Ratio. Und ein wichtiger Punkt, den ich vorher erwähnt habe, ist eben, dass man bis jetzt natürlich die Alters- und Pflegeheime gut schützen kann in der Schweiz. Und dass im Prinzip allein durch diesen Effekt die Sterblichkeit halbiert werden kann. Mhm. Ich glaube, daran anschließend, und vielleicht können wir die anderen da auch wieder so ein bisschen mit reinnehmen in die Diskussion, ist aber trotzdem die Frage des Journalisten, wir haben so ein bisschen jetzt aufgegriffen, dass die gemeldeten Fälle ja als Kenngröße eben auch Nachteile haben, wie Sie auch gerade schon angedeutet haben. Was wissen wir denn genau über die Dunkelziffer? Und gibt es mittlerweile robuste Methoden, um von den gemeldeten Fallzahlen auf die, sagen wir mal, tatsächliche Fallzahl schließen zu können? Gibt es da in den Modellen besondere robuste Schätzungen oder Berechnungen? Also was man eigentlich braucht, ist halt Informationen über die Serologie, also wie viele, welcher Prozentsatz der Bevölkerung ist schon infiziert worden. Also wenn man das hat zusammen mit den Fallzahlen, dann kann man da eine Schätzung machen aufgrund eines Modells. Aber man muss ja schon irgendeine Information haben darüber, wie viele Fälle nicht gesehen werden beim Testen. Und ja, weil man da eben gar nichts, und also bei diesen serologischen Studien ist natürlich das Problem, das sind halt so Durchschnittsstudien, die werden zu bestimmten Zeitabständen gemacht. Also wir haben jetzt nicht sozusagen fortlaufend Informationen über den Anteil der Bevölkerung, die schon infiziert gewesen sind, sondern das sind ja nur so stichprobenartige Studien. Insofern ist das ein bisschen schwierig, das wirklich gut zu schätzen. Es würde uns vielleicht auch helfen, wenn wir genaue Beschreibung des Testverhaltens hätten, also wer getestet wird und in welchen Situationen. Das Problem ist aber, dass das so heterogen ist, ja, und sich und so über die Zeit sich so stark verändert war, dass es dann schwierig ist, also Erkenntnisse zu gewinnen und auch regional unterschiedlich. Also das heißt, da wo getestet wurden auch noch Kontaktpersonen oder Familienangehörige und so weiter, ja, und in den anderen Regionen wurden nur symptomatische Fälle getestet. Also das macht es also nicht nur zwischen den Ländern schwierig zu vergleichen, sondern auch innerhalb eines Landes. Ja? Und die Informationen liegen uns auch nicht vor. Ich weiß auch nicht, ob sie systematisch gesammelt wurden, ob da sehr viel auch individuelle Entscheidungsvariation der einzelnen Gesundheitsämter in Deutschland eine Rolle, also zumindest in Deutschland eine große Rolle gespielt hat. Wie sieht das in der Schweiz aus? Ist das da so ein bisschen standardisierter oder haben Sie die Informationen, Herr Althaus, darüber, wer getestet wird und wann genau, und hat sich das nicht verändert in der Zeit in der Schweiz? Ja, es gibt natürlich die Daten über die Tests, die gemacht wurden, aufgesplittet nach Kantonen oder Altersgruppen. Wir haben nicht immer Zugang zu diesen Daten. Und da kann man natürlich das unterschiedliche Testverhalten verfolgen, also wie das beispielsweise in den Schulen war, in gewissen Kantonen kurz nach den Schulöffnungen im Mai gab es natürlich vermehrt Tests unter den sehr jungen Kindern, aber das hat man dann auch wieder gestoppt. Und dadurch lässt sich ungefähr das Testverhalten nach Altersgruppe ableiten. Man sieht da aber schon eigentlich in allen Altersgruppen einen Anstieg der Testpositivität, der vielleicht sich auch wieder mal stabilisieren kann. Und so kann man natürlich ungefähr abschätzen, in welchen Altersgruppen sich das Virus wie stark ausbreitet, aber das ist relativ schwierig. Ja. Mhm. Frau Kretschmer, was wissen wir denn über die Umstände, in denen Übertragungen zwischen Menschen stattfinden? Sie haben in Ihrem Eingangsstatement auch schon kurz die Kontaktstudien erwähnt.
Sie hatten da beim letzten Pressbriefing auch auf die enorme Relevanz dieser Studien eben hingewiesen. Sind da jetzt mittlerweile spezifische verfügbar? Sie hatten es kurz angerissen. Und genau, könnten Sie da vielleicht einmal den Stand der Dinge erzählen? Wer steckt sich wo an? Ja, also da ist immer noch vieles unbekannt, weil, also wie auch Herr Mikolajczyk schon erwähnt hat, es gibt ja auch diese Diskussion über, ist es jetzt also eine direkte Übertragung oder sind es die Aerosole? Da haben sich ja auch die Erkenntnisse etwas verschoben im Laufe der Zeit. Also diese Kontaktstudien, die zielen ja wirklich auf direkte Übertragung ab. Also haben zwei Menschen Kontakt auf einem geringen Abstand und über einen gewissen Zeitraum hinweg. Und das ist ja sozusagen nach unseren Erkenntnissen die wichtigste Übertragungsart. Aber es gibt eben auch andere. Aber was jetzt wie viel beiträgt, das ist wirklich, also das kann man noch sehr schwer abschätzen. Mhm. Was wir eben auch noch nicht so genau wissen, ist jetzt zum Beispiel, wie altersabhängig das ist. Also man weiß jetzt inzwischen bei Kindern, die stecken sich weniger leicht an, aber wenn sie infiziert sind, was es für die Übertragung bedeutet, das wissen wir eben noch nicht, weil das ist sehr schwer zu messen. Ich hatte, glaube ich, beim letzten Pressbriefing auch diese Studien erwähnt, die in Haushalten gemacht werden, wo also Kinder, die infiziert wurden in einem Haushalt, dann mit ihrer gesamten Familie untersucht werden, um zu sehen, wer steckt sich innerhalb der Familie an und ist das dann symptomatisch oder asymptomatisch. Solche Studien werden gemacht. Das Problem bei diesen Studien im Moment ist, dass eben die Ansteckungsrate oder die Infektionszahlen so gering sind, dass es schwer ist, solche Familien überhaupt zu rekrutieren in die Studien. Also viele Studien sind jetzt eigentlich, haben stillgelegen in den letzten Monaten, weil die Fallzahlen zu klein waren, um sie durchzuführen. Und das ist natürlich jetzt auch ein Problem mit den Lockerungsmaßnahmen. Dadurch verändern sich ja auch die Kontaktstrukturen wieder. Also man müsste da jetzt eigentlich ständig wieder neue Untersuchungen machen, um zu sehen, wie auch die Kontakthäufigkeiten sich verändern, um das wirklich einschätzen zu können. Also wir können da nicht nur, sagen wir mal, statisch an einem Punkt gucken und das dann für die gesamte Modellierung verwenden, sondern wir müssen eigentlich wirklich wissen, wie verändert sich das über die Zeit. Da kommt auch eine Frage von einer Journalistin hier direkt dazu. Gibt es denn Versuche, das Verhalten, also sowohl die Kontakte als auch so ein bisschen die innere Compliance zu den Maßnahmen, bei einer repräsentativen Stichprobe, also so exakt zu erfragen und dann mit den aktuellen Entwicklungen der Fallzahlen irgendwie zu korrelieren und daraus eben ein passendes Modell zu entwickeln? Gibt es denn solche großen und repräsentativen Studienanlagen? Kennen Sie die? Herr Mikulajczyk, sonst? Also zu Compliance, denke ich, gibt es Studien, also so repräsentative Umfragen, die von einer Gruppe in Erfurt durchgeführt werden und die durchaus, also vor kurzem habe ich noch geguckt und da war das so, dass das weiterhin in der Bevölkerung eigentlich umgesetzt wird. Ich weiß nicht, ob sich in den letzten paar, ich habe vor ein paar Wochen geguckt. Also es geht ein bisschen runter, das sind die Cosmo-Daten. Ja, ne? Aber das stimmt, ja. Aber parallel, also es laufen jetzt auch parallel zwei Kontaktstudien in Deutschland zum Beispiel, die eigentlich zweiwöchentlich oder sogar im engeren Kontakt, im engeren Rhythmus Kontakte erfragen. Das ist auch eine Besonderheit, dass wir das machen können. Also eine dieser Studien läuft ja in Kooperation auch mit anderen europäischen Ländern. Also die Initiative wurde in UK gestartet und die erste Publikation aus der Gruppe ist Los Med erschienen vor einiger Zeit. Die zeigte damals, dass die Kontakte schon also so stark reduziert waren, dass die tatsächlich, wenn man ausgeht von dieser Basisreproduktionszahl am Anfang von etwa 3, vielleicht 2,5 bis 3, dass die dann unter 1 fallen würde, wenn man die Kontakte, die man jetzt gemessen hat, mit Kontakten von früher verglichen hat. Und es gab früher eine Studie, an der wir so, zumindest Miriam Kretschmer und ich auch beteiligt waren, die in mehreren europäischen Ländern, aber schon 2007 oder na, also vielleicht 5, ja, das heißt, dass die Kontakte gemessen hat, die sozusagen in der Bevölkerung stattfinden, also ein klares präpandemischen Zustand beschreiben.
Und diese Studie hat auch immer noch bei den Modellierungen als Ausgangswert gegolten, ja, für die Situation ohne Einschränkungen, wie sich die Einschränkungen auswirken. Gut, also das heißt, das ist jetzt, da gab es viele Ansätze dazu und wir haben gesehen, dass es auch vieles davon sozusagen auch selbst gesteuert durch die Menschen war. Also das heißt, nicht nur, das waren nicht nur die Maßnahmen der Regierung, die das sicherlich auch unterstützt haben und den gemeinsamen Rahmen gegeben haben, aber vieles an Kontakten haben auch Menschen von sich aus aufgrund der Informationen auch eingeführt. Dürfte ich da vielleicht direkt mal nachfragen, wie ist denn da die Datensituation in Deutschland derzeit? Weil soweit ich weiß, kann man in Deutschland ungefähr 25% der Fälle nur Clustern zuordnen. Also wenn man jetzt irgendwie gucken wollen würde, wer hat da denn mit wem Kontakt gehabt und wie hat sich das Virus weiterverbreitet, ist das ja nicht unbedingt hilfreich. Glauben Sie, da wäre noch eine Verbesserung möglich? Also die deutsche Lage einmal einschätzen mit den Daten? Also vielleicht kann ich noch präzisieren, dass diese Kontaktstudien, von denen wir jetzt gesprochen haben, das waren nur Erhebung, wer hat Kontakt mit wem und nicht, wer hat angesteckt werden. Ja. Mhm. Das ist eine ganz andere, also ist total voneinander unabhängig. Das, was diese Infektionsketten, über die Sie jetzt reden, das ist etwas, was eigentlich ist die Leistung der Gesundheitsämter, das nachzuverfolgen. Und tatsächlich, man würde sich einen höheren Anteil an verbundenen Fällen, ja, also geclusterten Fällen wünschen. Das ist vielleicht auch ein Ausdruck dessen, dass es nicht überall klappt, nicht mehr überall klappt, so die nachzuverfolgen. Andererseits muss man sagen, dass gerade die asymptomatischen Infektionen können dazu führen, dass uns ein Bindeglied fällt, ja. Und das heißt, und dann sieht man ein paar Fälle hier, ein paar Fälle da, aber die Verbindung fällt. Also wünschenswert wäre, dass zum Beispiel anhand dessen, wie viele Fälle in einer Region identifiziert wurden, neu getestet wurden, wie viele von denen sozusagen schon zusammenhängen mit denen, die da sind, dass man daran eine Effizienz der Kontaktnachverfolgung quantifizieren könnte. Ja? Und ob die dann gleich in den Regionen gleich ist oder nicht. Also ich glaube, dass die regional, also die Arbeit der Gesundheitsämter regional sich ziemlich unterscheidet in Deutschland. Mhm. Und auch die Grenze der Überlastung ist auch unterschiedlich. Ja? Das heißt, gut, klar, da wo wenig Fälle sind, dann geht das vielleicht, aber auch die Ausstattung ist unterschiedlich. Persönliche Personaldecke. Wie stehen wir da so im internationalen Vergleich da? Ich weiß nicht, Frau Kretschmer, Herr Althaus, haben Sie da Zahlen? Wie viel der Fälle kann man bei Ihnen so Clustern zuordnen in Ihren Ländern? Weiß man da, wer wen ansteckt? Also bei uns ist es auch nicht mehr. Und da ist es auch so, dass die Gesundheitsämter eigentlich überfordert sind mit der Anzahl der Fälle, die sie, wo sie eben dieses Kontakttracing machen müssen. Weil das erfordert einfach einen wahnsinnigen Arbeitseinsatz, also sehr viel Zeit, um diese Kontaktpersonen zu finden und die zu kontaktieren und zu monitoren. Also ja, wie gesagt, also bei uns ist die Rate auch nicht höher als in Deutschland. Und bei Ihnen, Herr Althaus, wissen Sie da was? Ja, es ist auch in der Schweiz ein bisschen schwierig einzuschätzen aufgrund der Datenlage, weil aufgrund des föderalen Systems, aber es ist vielleicht ähnlich wie in Deutschland auch, die Gesundheitsämter natürlich per Kanton agieren und es gibt nach wie vor keine gesamte Datenbank, die eigentlich die Daten des Contact Tracing aus der ganzen Schweiz zusammenführt, ist aber im Aufbau und sollte Ende dieses Monats vorhanden sein und das würde dann ein bisschen detailliertere Analysen von Transmissionsketten und Clustern erlauben, aber ich glaube, die vorläufigen und auch darauf, dass relativ wenig detailliert zurückverfolgt werden kann. Vor allem auch größere Ausbruchscluster sind eigentlich nicht detailliert beschrieben oder bekannt in der Schweiz. Ich versuche nochmal hier zwei Fragen von außen so ein bisschen zu verweben. Einmal bringt ein Journalist das Beispiel von einem Klimamodell. Also Klimamodelle werden auch anhand der Vergangenheit kalibriert, schreibt er. Gibt es Vergleichbares für epidemiologische Modelle? Und ein weiterer Journalist fragt eben in die ähnliche Richtung, gibt es eigentlich schon Untersuchungen, in denen Modellrechnungen mit der Wirklichkeit abgeglichen werden? Und was kommt dabei raus?
Also zu einem Vergleich mit den Klimamodellen kann ich auch sagen, beim Klima ist es natürlich so, dass wir schon seit Jahrzehnten sehr, sehr genaue Daten sammeln, die dann immer wieder mit den Modellen abgeglichen werden. Und die Modelle, das sind riesige Simulationsmodelle, die auch hauptsächlich halt auf physikalischen Vorgängen beruhen. Die sind auch über die Jahrzehnte hinweg entwickelt worden. Bei der Infektionsepidemiologie stehen wir da eigentlich, glaube ich, noch viel mehr am Anfang. Erstens, weil es eben nicht diese detaillierten Daten gibt aus verschiedenen Epidemien. Zweitens, weil die Pathogene sich ja voneinander unterscheiden. Also es ist ja nicht so, dass es eine Epidemiologie gibt, die seit Jahrzehnten gleich geblieben ist. Und ja, drittens auch, weil natürlich der Aufwand, der betrieben worden ist, um diese Modelle zu entwickeln, lang nicht so groß ist. Also wir haben ja als Modellierer lang nicht so eine Infrastruktur und also Funding, um das so zu entwickeln. Meistens sind wir ja sozusagen kleine Gruppen, die mehr oder weniger unabhängig voneinander arbeiten und nicht, ja, einfach nicht diese Unterstützung haben, die Klimamodellierer haben. Mhm. Das ist meine Meinung dazu. Abgleiche mit der Realität. Gibt es da noch von den anderen beiden Punkte, die Sie gerne machen möchten? Ja, vielleicht noch etwas, wo man schon einen Vergleich ziehen kann, ist natürlich, dass viele dieser Modelle, die jetzt gemacht wurden, beispielsweise für diese Pandemie, die beziehen sich natürlich auf die Daten, die erhoben wurden. Also die sind retrospektiv und versuchen beispielsweise den Ausbruch in Wuhan, in China zu analysieren, um dabei gewisse Parameter, wie beispielsweise die Reproduktionszahl oder eben die Infektionssterblichkeit oder andere wichtige Parameter zu bestimmen oder die Wirksamkeit von Kontrollmaßnahmen, um dann daraus eben Informationen oder Maßnahmen abzuleiten, was man beispielsweise in Europa machen kann oder beim Auftauchen von neuen Infektionskrankheiten. Es ist einfach, der Zeitraum ist natürlich viel kleiner, aber es ist sehr oft so, dass diese Modelle eben sich auf die Daten, die in den vorhergehenden Monaten erhoben wurden, beziehen und man dann daraus vielleicht Projektionen für die Zukunft ableitet. Und dann gibt es natürlich auch Modelle, die relativ frei sind von Daten und die dann sich rein auf Szenarien oder Projektionen beziehen. Aber diese sind dann natürlich eben auch mit einem gewissen Spekulationsfaktor zusammen. Ich würde gerne nochmal, vielleicht Herrn Mikulajczyk, wie auf die Sicherheit und Unsicherheit von einzelnen Parametern eingehen. Und zwar, wie sicher sind denn mittlerweile so die Kernparameter der Infektion selbst, also die Krankheitsparameter, vor allen Dingen eben der Zeitraum der Infektiosität und damit auch das serielle Intervall, was ja eben sehr wichtig ist für Contact-Tracing-Strategien, zu wissen, wer wann wen ansteckt und ansteckend ist. Können Sie da irgendwie einen Überblick geben, wie sicher das gerade ist und wie gut wir noch mit unserer Strategie des Contact-Tracings fahren? Ich denke, dass grundsätzlich diese Kern- oder diese klinisch beobachtbaren Parameter, die können wir inzwischen ziemlich gut, aber das heißt, aber Unsicherheiten bleiben bei diesen Aspekten, die weniger gut gemessen sind. Also das heißt, die asymptomatischen Infektionen, ja, deren Beitrag, die Länge der Infektiosität dabei, die Infektiosität in den unterschiedlichen Altersgruppen, eine individuelle Variation in der Infektiosität. Ja, wir kamen jetzt ein bisschen bei den, also bei Mittelwerten oder so. Die Mittelwerte können wir inzwischen sehr präzise schätzen, aber zum Teil wissen wir nicht so genau, ob das, was wir, also die Heterogenität, Unterschiede zwischen den Menschen, ob die groß sind oder nicht. Ja, bei Mittelwert, ja, wird trotzdem eingeben. Aber die Streuung ist problematisch und die zu untersuchen ist schwieriger. Und wie gesagt, die altersgruppenspezifische Effekte. So ein bisschen daran anknüpfen vielleicht, Herr Althaus. Ich finde das super, dass Sie da übrigens auch im Chat die Fragen beantworten. Parallel, ja, ein Multitasking-Talent. Dann würde ich die nämlich auch nicht mehr mit reinnehmen. Das machen Sie da schon ganz toll. Aber vielleicht an Sie eine Nachfrage zum seriellen Intervall. Sie haben da ja vor kurzem so eine Art Korrektur, nenne ich das mal, veröffentlicht, eben von einer seriellen Intervallberechnung von Kollegen aus China. Da gab es so einen Programmierfehler, da sind irgendwie zwei Datenpunkte rausgeflogen in der Berechnung und dann hatte sich das Ganze schon irgendwie so verändert, dass sie das dann auch nochmal nachgerechnet haben und gezeigt haben, okay, das serielle Intervall oder eben die Zeit der Infektiosität, es sieht doch auch ein bisschen anders aus, wenn man diese zwei
rausgelassenen Fälle mit reinnimmt. Ich fand das ja irgendwie so ein bisschen problematisch, dass danach Schlagzeilen entstanden sind. Die Infektiosität ist doch viel länger, als wir dachten. Was ist denn Ihre Quintessenz aus diesen Nachrechnungen? Wann stecken sich infizierte Menschen denn jetzt irgendwie an? Und wie kann man das besser kommunizieren, was da in der Wissenschaft passiert, dieses Review-Verfahren? Ja, also vielleicht, um nochmal darauf zurückzukommen, diese Studie bezog sich ja auf das sogenannte Infektiositätsprofil, also wann, an welchen Tagen vor dem Auftreten der Symptome und danach ist man am meisten infektiös. Die verwendet wurden, waren Daten zum seriellen Intervall. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Daten und interessanterweise eigentlich noch nicht wirklich große, gute Datensätze. Und da hat sich eben gezeigt in dieser Studie, dass aufgrund eines kleinen Fehlers zwei relativ essentielle Datenpunkte aus Versehen herausgenommen wurden und dass dadurch die Infektiosität vor dem Symptombeginn als etwas zu kurz geschätzt wurde. Also die erste Aussage war, dass die meisten Infektionen in den zwei Tagen, also die meisten Infektionen in der präsymptomatischen Phase in den zwei Tagen vor dem Auftreten der Symptome beginnen. Und jetzt mit der korrigierten Analyse zeigt sich, dass am dritten und vierten Tag vor dem Auftreten der Infektion durchaus auch einige Infektionen auftreten können. Aber das zeigt eigentlich auch, dass diese Parameter einfach noch nicht gut bestimmt wurden. Also dass auch diese Unterschiede beruhen alleine auf zwei Datenpunkten. Und natürlich ging man immer davon aus, dass diese zwei Tage keine feste Schwelle ist. Aber wenn man diese Daten fürs Contact Tracing beispielsweise verwendet, um die Kontakte zurückzuverfolgen bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dann muss man da natürlich sowieso pragmatische Lösungen entwickeln. Und dann kann diese zwei Tage durchaus eine pragmatische Lösung sein, weil es geht da wirklich dann auch um den Trade-off, die Ressourcen zu haben, die Kontakte überhaupt zurückverfolgen können und dann verwendet man diese Ressourcen besser auf einen kürzeren Zeitraum, dass man dann auch die meisten Kontakte findet. Weil es waren... Reden Sie ruhig weiter. Ja, einfach zum Hintergrund, wie diese Studie entstanden ist. Also wir haben, oder das sind Kollegen von mir an der ETH Zürich, haben diesen Fehler eigentlich zufälligerweise entdeckt und interessanterweise wurde dieser Fehler entdeckt, weil eben die Originalautoren der Studien ihre Daten und auch die Skripte für die Analyse zusammen mit der Publikation veröffentlicht haben, was eigentlich ein sehr schönes Beispiel ist von Open Science und Reproduzierbarkeit, dass eben solche Fehler entdeckt werden. Von daher ist das eigentlich ein gutes Zeichen, dass dieser Fehler entdeckt wurde. Wir haben dann ein bisschen gepusht, dass sehr schnell eine Korrektur gemacht wird in diesem Journal Nature Medicine der Originalpublikation, weil dieser Parameter schon sehr essentiell ist für viele Contact Tracing Verfahren weltweit. Und das haben wir in einem Journal zu publizieren, das war dann das Swiss Medical Weekly. In der Schweiz, aber die Originalstudie wurde mittlerweile auch korrigiert und das hat dann zusammen dann etwas dieses Medienecho ausgelöst und da ist es natürlich dann immer schwierig, wieder klar zu diskutieren, was jetzt dieser Parameter bedeutet, die Unsicherheit, die bei diesen zwei Tagen bestanden hat und jetzt sind jetzt vielleicht drei, vier oder fünf Tage, auch da besteht natürlich noch Unsicherheit und das kann dann zu gewissen Schlagzeilen führen, aber ich glaube insgesamt, zumindest wie ich das in den Schweizer Medien verfolgt habe, hat das dazu geführt, dass doch eine gewisse Diskussion entstanden ist, wie effektiv das Contact Tracing ist, wie viele Kontakte dazu zurückverfolgt werden müssen, dass man da eben pragmatische Lösungen finden muss. Und ich glaube, von daher war das eigentlich ein gutes Beispiel, um diese Wissenschaft im öffentlichen Diskurs ein bisschen einzubringen. Frau Kretschmer, ich glaube, Sie haben sich auch in einem Review mit einer ganz großen Gruppe von Modellierern damit beschäftigt, wie kommuniziert man eigentlich die Unsicherheit, die in diesen Modellen und Parametern besteht, gut mit? Haben Sie da eine einfache Antwort gefunden? Also eine einfache Antwort gibt es nicht. Man muss einfach versuchen, das immer wieder klar zu machen und möglichst anzugeben, in welchem Bereich bewegt sich diese Unsicherheit. Also das ist ganz wichtig, dass man eben nicht nur
einzelne Zahlen kommuniziert, wie 2 Tage, sondern dass man halt dann sagt, es liegt zwischen 2 und 5 Tagen, also dass man immer diese Ranges sozusagen kommuniziert und nicht nur Mittelwerte. Also eine einfache Lösung gibt es da einfach nicht, sondern man muss eben versuchen, immer auch zu zeigen, wie komplex ist die Lage und wie unsicher sind die Ergebnisse, die wir haben. Herr Mikulajczyk, jetzt kommt noch eine Frage aus dem Chat, die ich vielleicht an Sie richten würde. Vielleicht tue ich Ihnen da auch Unrecht, aber sagen Sie einfach Bescheid. In einer früheren Modellierung vom Imperial College, das ist, glaube ich, die Ferguson-Modellierung, die Sie auch mal für uns eingeschätzt hatten, wurde eine massive Überforderung des Gesundheitssystems nahegelegt und eben mit 100.000 Toten für UK zum Beispiel. Was ist jetzt in der Wirklichkeit anders gelaufen? Kann man das so einfach sagen? Ja, ich denke, dass diese... Also die Gefahr der Überforderung war konsistentes Ergebnis von vielen Modellierungsarbeiten. Also das ist eigentlich das, was der Modellierungs-Community relativ früh klar geworden ist. Ja, das heißt als qualitatives Ergebnis. Ja, und deshalb wurden auch Maßnahmen eingeführt und ich hoffe und ich würde das weiterhin so sehen, dass dank diesen Maßnahmen diese Entwicklung vermieden wurde. Ja, das heißt, der Sinn dieser Arbeit und der zeitgleichen anderen Anstrengungen, also das war diese Entwicklung zu vermeiden. Insofern, gut, also es ist kein endgültiger Beweis, aber ich denke, vieles, was wir über die Krankheit gelernt haben, ist, dass sie tatsächlich eine Gefahr darstellte. Ja, und ob das wirklich exakt zu dieser Fallzahl an Todesfällen geführt hätte oder zu einer etwas niedrigeren. Ich meine, wir sind auch, glaube ich, davon ausgegangen, dass überall irgendwann später würde man auch reagieren. Ja, also in Deutschland hat man relativ früh reagiert, in Italien hat man später reagiert. Ja, das heißt, so laufen zu lassen, wie es das Szenario ohne Einschränkungen war, würde wahrscheinlich keine der Gesellschaften durchziehen. Ja, in Entwicklungsländern, gut, USA hatte auch ein bisschen andere Entwicklungen, aber grundsätzlich war das eher die, also das heißt, das war ein What-If-Szenario, was passiert, also wie die das bisschen zeigen sollte, wie gefährlich die Infektion ist, aufgrund des Wissens, was man hatte. Das Wissen war auch vielleicht etwas eingeschränkt, also das ist schon richtig. Vielleicht würden die Zahlen ein bisschen, ja, also zum Beispiel, ich glaube, diese unterschiedliche Ansteckung bei den Kindern, ja, die wir immer noch nicht so ganz verstehen, aber die war damals auch nicht Inhalt. Also insofern, ich würde das, also es ist uns glücklicherweise gelungen, eine negative Entwicklung zu vermeiden. Das wäre meine Interpretation dessen. Ich hätte noch 2 Fragen. Es kann sein, dass wir 2, 3 Minuten überziehen. Ich hoffe, das geht für Sie. Irgendwie ist die Zeit immer dann so schnell rum. Eine Frage noch von außen. Christian Drosten hat gerade vorgeschlagen, Menschen bei Verdacht nur noch 5 Tage unter Quarantäne zu stellen. Das ist ja schon ein sehr radikaler Ansatz, sage ich mal, wenn wir doch jetzt gerade von 14 Tagen sprechen. Gibt es dazu schon Modellierung? Ich meine, ich habe tatsächlich diese Woche eine aus UK gesehen auf MedArchive, die genau das Thema aufgreift, schon mal für die Journalisten da draußen. Da gibt es eine Preprint-Studie, aber vielleicht von Ihnen eine Einschätzung, gibt es da Modellierung zu, wie lang so eine Quarantäne am ehesten sein sollte oder worauf man sie beschränken kann? Also in den Niederlanden ist die Zeitspanne jetzt auf 10 Tage verkürzt worden, weil man eben weiß, dass die Infektiosität sehr zurückgeht im Laufe der Infektion. Also es gibt eben die Zeitspanne, rund um die Zeit, wo die Symptome auftreten, wo die Infektiosität am höchsten ist und danach fällt das eben ab. Also natürlich kann man im Einzelfall nie genau sagen, wie lange jemand infektiös ist, aber im Großen und Ganzen kann man eigentlich davon ausgehen, dass das nach 10 Tagen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr klein ist, dass jemand noch andere ansteckt, zumal wenn die Person keine Symptome mehr hat. Das stimmt, aber hier geht es auch um bei Verdacht. Also und bei Verdacht haben wir die Möglichkeit zu testen. Also das heißt, es geht eher um Vermeidung der präsymptomatischen Übertragung. Und deshalb durchaus, also es sind sogar 2, weil ich jetzt die Frage hier sehe, dass das auf Verdacht war. Also das heißt jetzt was anderes,
die Isolation von den nachgewiesenen Infizierten, wo man auch aufgrund des Infektionsprofils überlegen, also dass tatsächlich die Wahrscheinlichkeit geht runter, genauso wie wahrscheinlich auch so ist, dass die Infektiosität an den 4 und 5 Tagen vor dem Beginn der Symptome auch etwas niedriger ist als den 2 Tagen davor. Also das heißt, wir ziehen praktische Grenzen, um vielleicht die Zeit der Quarantäne zu verkürzen. Aber bei denen, die nur unter Verdacht stehen, durch erneutes Testen nach 5 Tagen, eigentlich kann man wahrscheinlich, also die kann man nach 5 Tagen beenden, die Quarantäne beim negativen Test. Ja, es sei denn, dass das ein anderer Mitglied in der Familie, also in der Familie ist das ein bisschen anders. Da sollte man beim Aufheben der Quarantäne nochmal testen, um zu gucken, ob da nicht eine weitere Person sozusagen sich vielleicht 3 Tage später angesteckt hat und dann doch noch nach den 14 Tagen eigentlich mitten in der infektiösen Zeit ist. Mhm. Aber das machen viele Gesundheitsämter. Ich weiß nicht, ob das generell alle machen, aber... Das Freitesten wird jetzt schon gemacht? Das Testen beim Aufmachen einer Quarantäne. Okay. Also das heißt, wenn eine Familie auch isoliert wurde mit bekanntem Fall, ob man dann alle testet nochmal, wenn man diese Isolation aufnimmt. Mhm. Interessant. Ich hätte jetzt noch eine Abschlussfrage. Und zwar an Sie alle drei, vielleicht für so ein Abschlussstatement. Wie sehen Sie die Rolle der Simulation zum aktuellen Zeitpunkt und welche Felder sind vor allen Dingen zu bearbeiten, so um noch Erkenntnisgewinn aus den Modellierungen beizutragen für die Zukunft? Wer möchte anfangen? Wo können Sie noch am meisten leisten? Also ich glaube, dass es eben jetzt das eine wichtige Feld ist, diese Aufhebung der Einzelmaßnahmen besser zu verstehen. Also was ist der Beitrag zum Beispiel von Schulen, was ist der Beitrag von Restaurants, Bars, was ist der Beitrag von diesen verschiedenen Typen von Kontakten, die man hat und was können wir machen und was können wir nicht machen, um da sozusagen wirklich die Einzelheiten zu verstehen. Und das andere ist dann eben, also Impfstrategien jetzt zu untersuchen und uns vorzubereiten auf sozusagen neue Möglichkeiten, die es geben wird. Und gut, die Immunität, die ja sozusagen sich im Laufe der Zeit vielleicht aufbaut und die dann auch mit einzubeziehen in die Modellierung. Also überall höre ich so ein bisschen raus. Wie würden denn die anderen beiden zum Beispiel die Relevanz bei der Dynamik, also zum Beispiel im aktuellen Schätzen des R-Wertes oder so sehen? Ist da die Modellierung noch so, ist das noch das Thema oder sind es eher so die Einzelfragen jetzt, die Frau Kretschmer gerade angesprochen hat? Herr Althaus vielleicht? Ja, also zur Reproduktionszahl, da gibt es einfach jetzt über den Sommer war das sehr schwierig, wirklich aussagekräftige Schätzwerte zu kriegen in verschiedenen europäischen Ländern, weil das eben sehr, sehr stark altersabhängig ist und sich eigentlich diese Reproduktionszahl ja auf die Gesamtbevölkerung bezieht. Deshalb war das ein bisschen schwierig abzuschätzen, aber man geht dann natürlich davon aus, dass er knapp über 1 ist oder manchmal vielleicht sogar etwas drunter liegt. Jetzt mit dem Ansteigen von Infektionsfällen und der weiteren Ausbreitung der Infektion über Altersgruppen kann das natürlich wieder interessanter werden, das Infektionsgeschehen zu verfolgen. In meinen Augen wird es sehr interessant sein, weiterhin zu beobachten, welche Altersgruppen betroffen sind, was die Sterblichkeit und die Hospitalisationsrate in den unterschiedlichen Altersgruppen ist. Im Moment jetzt beispielsweise in der Schweiz ist das noch ein bisschen schwierig zu interpretieren, weil die Zahlen in allen diesen Kategorien relativ tief sind, aber das wird sich wahrscheinlich ändern und dann werden wir besser verstehen können, wo das Virus zirkuliert, wie sich gewisse Altersgruppen eben schützen können und das wird dann sicher sehr hilfreich für den Verlauf dieses Winters und wahrscheinlich auch in Zukunft für möglicherweise andere Pandemien oder auch starke Grippesaisons, wenn wir wirklich besser verstehen, wie sich gefährdete und ältere Personen mit vielleicht einfachen Maßnahmen besser schützen können. Herr Mikulacik, möchten Sie da noch was ergänzen? Ja, das heißt, diese Entwicklung der Fallzahlen, ich glaube, dass hauptsächlich wichtig für die Gesundheitsämter, also für diese unmittelbare Kontrolle. Ja, das heißt, diese R-Zahlen,
da braucht man keine komplexen Schätzungen. Das heißt, ja, die sollen das immer in Kontrolle behalten, gerade diese Aggregierten über ganz Land, solange das sehr unterschiedlich ist, ja, und regional, das sind kleine regionale Ausbrüche, wo dann auf einmal für ganz Deutschland dann Zahlen rauskommen mit einem steigenden R, und das basiert darauf, dass, ja, das in Gütersloh da so viele Mitarbeiter angesteckt waren. Also das heißt, auf einmal, ja, von einer Woche zur nächsten und so viele Positiven, dann gab es einen aufgeblähten R-Wert. Also deshalb ist dieser aggregierte Wert vielleicht nicht so wichtig, lokale Kontrolle sehr wichtig, aber das heißt, aber ich denke, die Rolle der Modellierung wäre weiterhin zu verstehen. Also tatsächlich die Rolle der Einzelnen, wie können wir effektiv die Pandemie kontrollieren, ohne sehr viel an unserem Gesellschaftsleben einzubüßen, ja, solange wir keine Impfung haben. Also das heißt, was können wir machen, das auf jeden Fall. Und dieses Verstehen von der Heterogenität, was vielleicht, also gerade bei diesem, also jetzt mit der erhöhten Aufmerksamkeit für diese Krankheit, wir verstehen für viele andere Infektionen, muss man sagen, wir wissen auch nicht so genau, die sind nur nicht so gefährlich. Ja, aber das heißt, hier können wir durchaus eine bessere Datenlage bekommen und dann muss man sagen, gewappnet sein für die Zukunft, weil das Geschehen, das einmalige Geschehen jetzt, das weckt uns, aber das heißt nicht, dass es nur einmal passieren durfte. Ja, das heißt, das Auftreten von Pathogenen wurde schon immer wieder als eine Gefahr angesehen, also Emerging Infections. Und jetzt ist gerade ein Pathogen aufgetreten mit Charakteristiken, die zu einer solchen Verbreitung geführt haben. Aber das, ja, es ist nicht so, dass es früher nicht auch gefährliche Sachen gab und die in der Zukunft hier auftreten können. Vielen Dank für diese Abschlussstatements. Ich glaube, das war jetzt nochmal sehr wichtig, dass wir darauf nochmal fokussiert haben. Was wird wichtig und wo gucken wir eigentlich genau hin mit den Modellierungen? Vielen Dank. Ich danke der Runde hier. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns darüber zu diskutieren. Danke vor allen Dingen an diese Leistung auch noch im Chat mit den Studien. Vielen, vielen Dank. Wenn da noch jemand Fragen hat, auch gerne nochmal stellen. Ich wünsche Ihnen einfach noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir in Kontakt bleiben, einfach über weitere Modellierungen und Ergebnisse, die wichtig werden. Und dann werden wir uns hören. Vielen Dank an alle Zuhörer. Einen schönen Tag noch. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss.